Ist es das jetzt? Muss ich jetzt? Hallo, liebe Leute. Ich komme ja schon fast vor wie ein Profi. Ich habe es ja jetzt schon öfter mal gemacht, so in die Kamera reingeguckt und wie sie erzählt über meine Arbeit und was man mit seiner Stimme alles so machen kann, wo der Helmut mich drum gebeten hat. Und heute soll es darum gehen, dass man seine Stimme auch verleihen kann. Na? Sowieso Schauspieler, so Synchronsprecher, die leihen ja ihre Stimme der anderen. Na? Und was soll ich Ihnen sagen? Das hat mir, mir auch mal angeboten. Na, ja, zu mir kam zum Beispiel so ein Schnösel vom Hessischen Rundfunk. Nicht wahr? Das die nicht, also nicht ein Schnösel, aber das war eine. Das war so ein Typ, verstehst du? Der hat immer so, barfuß war der in italienische Schuhe, weil der das so schick fand und die waren immer zu klein. Immer zu klein, dass er einen schlanken Fuß hat. Und dann hat er so Hühneraugen gekriegt. Das hätte nicht sein müssen, vor allem am kleinen Zeh. Und ich sage Ihnen, der kleine Zeh hat vorher schon angekündigt durch Schmerzen, aber er hat nicht auf seinen kleinen Zeh gehört. Und das möchte ich an der Stelle vielleicht auch mal betonen, wenn ich das darf. Ja, darf ich nicht, mache ich, aber trotzdem. Also hört auf euren kleinen Zeh, auf die anderen auch, wenn die Schmerzen, wechselt die Schuhe. So, das mal, das war. Aber gut, der Schnösel, der kam also zu mir, hat sich seine Hühneraure so richtig, muss man tief runter, ohne den Narren hat er sich wegmachen lassen. Ne? Und zwischen Kreischen hat er mich dann gefragt, Margot, Sie, sagt der Margot und Sie, ne? Margot, Sie haben so ein wunderschönes Hessisch. Wobei, ich kann gar nicht sagen, dass das wunderschön ist. Das ist ganz normal hessisch. Und wo der das jetzt herwissen will, dass das schön ist, wo der gar kein Hessisch spricht, weiß ich auch nicht. Aber gut, er hat zu mir gesagt, Margot, Sie haben so schön Hessisch. Mir könnte Sie doch vielleicht mal als Tatort-Kommissarin nehmen. Mich? Da habe ich gesagt, ich kann doch gar nicht schauspielen. Wie soll ich denn? Nein, hat er gesagt, nicht Schauspiele. Sie sollte die Tatort-Kommissarin, die wo da damals gespielt hat, die Sawatzki, ne, die tät sich weicher in Hessisch zu babbeln. Und die sollte ich synchronisieren. Da tät ich ins Studio komme und die dann Sache für die sprechen. Ne? Dass es ein bisschen Lokalkolorit gäbe. Und da würde ich dann so als Tatortkommissarin würde ich dann so Sache wie raus mit der Sprache, sonst schütte ich Limo in ihren Äppelwein. Ne? So Sache. Naja, also ist nichts draus geworden, leider. Aber es kann ja noch kommen. Dann könnte sie mich hören, wenn sie sonntagsabends zur Tatort gucken. Ne? Ja. Aber jetzt nochmal bei Anna-Sach. Ich habe ja auch einen Lieblingssynchronsprecher, ne? Der heißt bürgerlich, habe ich nachgeguckt extra, der heißt Joachim Kerzel. Ne? Der synchronisiert so amerikanische Stars wie der Dennis Hopper und der Robert De Niro, der mit dem Warz. Ne? Und hier auch der Jack Nicholson. Ne? Aber den kann ich gar nicht leiden, den Jack Nicholson. Ne? Den mache ich nicht so als Mann, den kannst du mir nackig auf den Bauch binden, da tut sich überhaupt nichts. Aber wenn der anfängt zu sprechen mit der Stimme, ich mache dann beim Film gucke, schließe ich dann immer die Augen beim Gucken, weil dann hört man besser. Ne? Und dann, ach, dann schwelge ich in der Stimme. Ne? Das Dumme ist nur, der leiht jetzt seine Stimme auch so im Werbefuzzi da bei der Werbung im Fernsehen und der verkauft Büscheleise. Fürchterlich, sage ich Ihnen. Ich höre das doch so gern und dann kann ich mich immer gar nicht zurückhalten dann. Ne? Ich habe schon 50 Büscheleise zu Hause stehen, weil ich die immer kaufe, muss ich gar schon ein Büscheleise gebraucht waren, andere kann ich schon aufmachen, gell? Nur weil der so toll Stimme hat. Ne? Also ich hoffe, dass er das nächste Mal für Obst und Gemüse vielleicht Werbung macht, ne? Das kann ich dann wenigstens essen. Ja, natürlich. Ich meine, gut, das kann ich jetzt auch noch mal sagen, was man mit seiner Stimme noch machen kann. Man kann ja auch mal den Helmut wählen, gell?